Hallo und guten Morgen. Heute ist es soweit. Es ist Sonntag. Wir gehen wählen. Das erste Mal seit, ich weiß gar nicht wie lange, dass ich mal wieder zur Wahl gehe. Das letzte Mal, als ich bei der Wahl war, hat nicht die CDU und die SPD so beschissen. Die haben vorher gesagt, keine Steuererhöhung. Das war Aussage der SPD. CDU hat gesagt 1%. Und da habe ich gedacht, gut, will ich die SPD. Ich habe keinen Bock, dass sich die ganzen Mehrwertsteuererhöhungen nachher auf die Preise auswirken und alles teurer wird. Ja, und was kam denn dabei raus? Das weiß jeder. Aus 0 plus 1, also das müssten dann ja 0,5 werden, sind dann 3 geworden, 3% Steuererhöhung. Und seitdem habe ich gesagt, ich gehe nicht mehr zur Wahl. Diese Scheiße, was die da vorher alles in den Wald lügen. Ja, und dann wählt man das, weil man denkt, jo, das finde ich gut, und dann passiert das nicht mal. Da hatte ich keinen Bock mehr drauf. Und jetzt, nach Artikel 13, nach dieser ganzen Lügenmanie, gibt es endlich eine Partei? Oder vielleicht gab es die auch schon damals, weiß ich nicht. Auf jeden Fall wusste ich das dann nicht. Jetzt gibt es eine Partei, die ich wählen kann, die gegen politische Lügen ist. So, und die werde ich jetzt wählen. Aber zunächst mal müssen wir eigentlich nochmal... Schnucki, wie machen wir das denn noch? Wir hatten nämlich vor kurzem einen TÜV-Termin. Und der TÜV-Prüfer sagt dann so, ja, euer Auto, das hört sich ja so ganz komisch an. Da muss irgendwas mit der Kupplung sein. Tja, dann haben wir gesagt, dann reparier das mal. Und dann haben die das auseinandergebaut. Und das kam dabei raus. Ich bin jetzt hier in der Werkstatt. Und das hier ist unser Getriebe. War das Getriebe, oder? Ja. Und hier kann man die Schleifspuren sehen. Da ist alles weggeschliffen. Nimm mal dich da ein bisschen ran hier, da kann man das sehr gut sehen. Und unser Touri steht da oben. Und das ist unsere Kupplung hier. Und da kann man gut sehen, das hier ist zerbrochen. Und das hat sich abgelöst und diese Schleifspuren verursacht. Und? Was sagst du? Neues Auto. Aber nicht Touran, nicht VW und auch nicht Mercedes. Der eine rostet weg und bei dem anderen fällt der Motor auseinander. Bekanntes Problem, haben die gerade gesagt. Also innerhalb von ein paar Monaten oder so, der dritte schon. Wir sind die dritten, Nummer 3. Und vor allen Dingen ist es der dritte in dieser Werkstatt, ne? Mhm. Diesen Monat oder dieses Jahr? Weiß ich nicht mehr. Er sagt so. Nur der dritte. Moin. Also, VW. Mhm. Oh nee. Enttäuschung. So, und hier haben wir jetzt schon mal das neue Teil, das da eingebaut werden soll. Das haben wir uns auch gerade mal angeguckt. So sieht das aus. Das ist die Kupplung und da haben wir auch gerade gehört, dass das Teil rundherum alles schon von VW geändert wurde, weil die wahrscheinlich wissen, was die für einen Mox gemacht haben bei der ersten Version. Bye bye, Touri. Ich wünsche dir alles Gute. Und weil das denn gerade so gut passte, dass wir jetzt eben kein Auto mehr haben, musste Max nach Berlin. Ja, das war alles zu kurzfristig irgendwie. Leihwagen mieten, das hätte nicht mehr geklappt. Und zum Glück hatte die Firma dann da ein Auto, hat sie uns dann zur Verfügung gestellt. Wir sind dann also nach Hamburg gejettet, zeige ich auch noch mal kurz. Wir sind jetzt gerade hier in Hamburg am Bahnhof, weil Max nach Berlin muss. Und hier fahren echt merkwürdige Züge. Keine Lokomotive dran. Oh, du bist auch hier. Ja. Du bist auch hier. Ja. Da haben wir es, eine dänische Staatsbahn. Da oben ein bisschen. Da sind ein paar Kaffeebecher. Alter, wofür ist dieser fette Gummiwulst hier vorne dran? Falls er irgendwo gegenfährt. Die Fliegen da drin sind. Siehst du das drauf? Ja. Alles Folge. Bäh. Ach, hi. Tschüss. So. Tschüss. Viel Spaß. Dann denn. Ciao. Guten Abend. Bis dann. So, Schnucki, weg ist er. Ganz alleine. Der Junge, der ist noch so klein. Was? Mama schon wieder, ne? Hör auf zu schreien. Und, hat er schon seinen Platz gefunden? Nein, die stehen immer noch. Da sind welche drin, die da gar nicht reingehören. Und jetzt müssen die jetzt mal raus, damit die anderen hier sind. Max geht da jetzt rein. Tja, manche Leute, die suchen sich halt irgendwo einen Platz, wo sie es nicht reserviert haben. Und jetzt müssen sie raus und wollen nicht. Also dauert es ziemlich lange, ne? Bis sie da endlich mal rauskommen. Ja, also Max ist noch nicht richtig drin. Max ist noch gar nicht ganz drin, ey. Man kann das nicht sehen, ne? Das ist alles verspiegelt hier. Also da geht er gerade irgendwo rein. Rein und nimmst du mal den Rucksack ab. Das ist schon mal gut. Aber dann müssen wir hier raus. Und es geht los.
Ja, ich sag gar nicht bis gleich. Wir müssen noch ein bisschen winken. Ja. Tschüss. Und weg ist er. Jetzt können wir uns einen schönen Tag machen. Toll. Ash ist zum Geburtstag. Max ist nach Berlin. Was machen wir? Wollen wir Hamburg unsicher machen? Ja, genau. Jo. So, Schnucki, wollen wir mal wieder in unser neues Auto einsteigen? Ja, komm, steig rein. Hinein in unseren brandneuen Neuwagen. Und rein hier in unsere neue Kiste. Das ist unser... Ich habe einen Krampf im Arm. Ich habe die ganze Zeit die Blumen gehalten. Und ich glaube, ich habe die Sehnen jetzt verkürzt. Deswegen kaufe ich mir die Blumen. Also, hier. Das ist hier unser neues... Was will ich damit? Hände waschen. Brauche ich nicht. Ja. Unser neues Auto. So sieht's aus. Unser Zweitwagen. Ein Hyundai. Marie sagt immer Honda. Ich dachte, es wäre Honda. Das ist Hyundai. Ja, wo siehst du denn das hier, also, das Zeichen? Ich komme mit dem Ding echt nicht zurecht hier, ne? Der ist laut. So, wir fahren der ist jetzt unheimlich laut. Man hat fahren Gefühl, wir nach Hause oder wo wollen wir? Ja, man hat das Gefühl, dass er jederzeit auseinanderfällt. Also, habe ich das Gefühl. Aber Touri ist kaputt. Ja, der ist auseinandergefallen. Der Touri VW typische Getriebeschaden, von dem wir gar nicht wussten, dass das so typisch ist, dass die Touris Getriebeschäden haben. Wieso weiß man das vorher eigentlich nicht, bevor man das Auto kauft? Ja, das weiß ich auch nicht. Haha. Max hat geschrieben, die Plätze sind irgendwie mehrfach reserviert. Das ist doch wohl eine Verarsche, oder? Das ist ja geil, die Deutsche Bahn verkauft die Plätze doppelt. Die können ja ihren Gewinn somit verdoppeln. Jeden Platz doppelt. Hast du dann trotzdem deinen Platz jetzt bekommen? Das ist doch echt ätzend, oder? Ja, das war eine super Aktion. An einem Tag jettet der morgens schnell mal nach Berlin und am Abend wieder nach Hause. Und wir haben den dann eben vom Bahnhof wieder abgeholt. Ja, so, und jetzt geht's erstmal los. Wir bringen jetzt erstmal unseren Leihwagen wieder zurück, müssen unsere Fahrräder dann da abholen und dann geht's zur Wahl der CDU an den Kragen, hoffentlich. Sieht schon komisch aus, so ein Auto in der Garage zu haben. Irgendwie so schwarz. Und irgendwie muss ich immer wieder dran denken, die CDU hat es geschafft, dass ich wieder wählen gehe. Die hat es mit Sicherheit auch geschafft, ich bin ja nur so ein normaler Durchschnittstyp, dass so Hunderttausende andere Durchschnittstypen auch zur Wahl gehen, aber nicht die wählen. Ach ja, und eigentlich, man kann ja auch nicht die ganze Zeit nur motzen über die CDU. Irgendetwas haben die ja auch richtig gemacht. Uns geht's ja gut hier, das weiß ich ja auch. Also, es ist ja nicht alles falsch. Aber dennoch ist es an entscheidenden Stellen falsch. Und diese Stellen sind es, die auch so arrogant rüberkommen lassen, ne? Dass die dann nicht mit sich reden lassen, dass die einfach hinter ihren Entscheidungen stehen, ob die falsch sind oder nicht. Vielleicht schaffen die Arbeitsplätze, vielleicht steht das für die CDU im Vordergrund, für die CDU, ja, apropos GRU, den gibt es auch noch. Also vielleicht steht das für die CDU im Vordergrund, Arbeitsplätze zu schaffen, auf Teufel komm raus und über Leichen hinweg. Ich weiß es nicht. Und das ist auch diese mangelnde Transparenz, die mich da so maßlos nervt, dass da, wir haben es gesehen bei dieser Artikel 13 Geschichte, Entscheidungen getroffen werden hinter verschlossenen Türen. Eine elitäre Gemeinschaft und zusätzlich noch geheim. Wollen wir die CDU abwählen gehen? Ja. Gehen wir mal die CDU abwählen. So, Fahrräder wieder unterm Arsch, ab zur Wahl. Erzähl mal, wen wählst du? Sag ich nicht. Sag es. Komm, sag es. Wen wählst du? Also, es wird nicht, ich sag jetzt, was ich nicht wähle. Wenn du CDU wählst, dann schippe ich dich gleich gegen Baum da. Ja, du kannst schon drauf sicher sein, dass es nicht so ist. Also keine Bäume für Marie. Also keine CDU und keine SPD und auch keine AfD. So, reicht das? Jo, danke. Ein historischer Moment. Ich stehe kurz vor der Wahlurne. Ich habe schon meinen Wahlzettel bekommen. Hier ist er. Dann muss ich mir nur noch die 41 Parteien durchlesen, die es gibt. Marie ist schon fertig. Das war's schon? Ich bin jetzt hier in der geheimen Kammer. Völlig eingeschlossen. Rundherum ist alles zu. Keiner kann beobachten, wo ich mein Kreuz mache. Ach du Scheiße. Die Liste kommt ja hier gleich nochmal raus. Hier haben wir sie ganz oben, die CDU. Für Faule ist natürlich praktisch, jetzt gleich hier das Kreuz zu machen. Wieso sind die an erster Stelle? AfD, Linke, FD, da. Und rein geht's hier. Ach, das auch noch, Mann. Ich mach das echt nicht oft, ne? Danke für die Hilfe. Jetzt ist es durch. Also, meine Entscheidung, die Piraten zu wählen, liegt dann auch daran, dass Julia Reda so genial aus dem EU-Parlament berichtet hat. Hätte die das nicht gemacht,
Wir hätten davon nichts, gar nichts mitgekriegt. Diese ganze Artikel 13 Scheiße wäre an allen vorbeigerauscht. Die hätten das einfach durchgezogen. So wie die das auch mit allen anderen Gesetzen machen, die über die EU in die Länder dann Einzug halten, in die Staaten. Grausig. Grausig. Und die Piraten sind die einzigen, die was dagegen getan haben. Und deswegen habe ich die gewählt, so ganz nebenbei. Deren Parteiprogramm deckt sich auch noch am allermeisten mit meinen Vorstellungen, also was ich mir so wünschen würde vom Parteiweihnachtsmann. Also habe ich die gewählt. Ich werde ja heute Abend vorm Fernseher kleben und mir das Ergebnis angucken. Und am allermeisten freue ich mich über die hoffentlich vielen Verluste der CDU, der SPD und die Zuwächse bei den Piraten, bei den Linken, bei irgendwem, bloß nicht die AfD. Obwohl das Parteiprogramm von denen habe ich mir noch nicht durchgeguckt. Aber ich habe das gesehen, dass die Erderwärmung an der Sonne liegt. Kann ich auch nichts zu sagen, vielleicht ist das ja wirklich so. Ich weiß es nicht, ich habe mich damit nicht auseinandergesetzt. Das übrigens sehe ich auch nochmal als Problem für eine Wahl. Ich habe ja mit diesem Wahl-O-Mat, mit dieser Alternative, habe ich mir rausgesucht, was ich wählen würde. Und da waren halt Fragen, da kenne ich den Hintergrund überhaupt nicht. Das kann ich gar nicht so einfach beantworten. Da müsste ich mir nun stundenlang da reinlesen und überlegen und dies und das. Zum Glück konnte man sich da auch enthalten, sodass die Punkte, die ich beantworten konnte, dazu geführt haben, ein Ergebnis zu liefern, das mit dem, was ich mir vom Wahlweihnachtsmann, vom Parteiweihnachtsmann wünschen würde, am meisten übereinstimmt. Und wir sind wieder zu Hause in unserer autofreien Garage. Obwohl CO2 ist auch nicht gut, ne? Lass uns das Auto abschaffen. Die Dinger hier sind viel besser. Obwohl die Herstellung ist auch mit Sicherheit CO2 behaftet. Das geht auch nicht. Wir müssen zu Fuß gehen. Nein, scheiße, Klamotten, Schuhe, alles CO2. Das muss an höherer Stelle entschieden werden. So, ist unser Video, ist mein Video zu Ende? Weiß ich nicht. Oder geht es einfach weiter mit Frühstück? Wir haben es schon tausendmal gemacht, ne? Ja. Hoffentlich habe ich das jetzt auf 10 Minuten gestreckt. Falls nicht, kommt noch ein bisschen Musik und dann bis zum nächsten Mal. Achso, ein bisschen Werbung noch für meinen Kanal. You Music, da gibt das No Copyright Music. Könnt ihr, kannst du für deinen euer Kanal benutzen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.